Skiorientierungslauf verbindet den Skilanglauf mit dem Fußorientierungslauf. Man erhält am Start eine sehr genaue Karte im Maßstab 1 zu 5000 oder 1 zu 10.000 und muss da Posten in der richtigen Reihenfolge abfahren und das natürlich möglichst schnell. Zum Training kann ich leider aufgrund der Promotion nicht auf Schnee viel trainieren, sondern beschränke mich da meistens auf das sogenannte Rollski-Training. Mein Name ist Martin Weisbrich, bin 31 Jahre alt und promoviere an der HDWK Leipzig. Ich habe auch hier studiert, Bauingenieurwesen, habe dann zwischendurch in einem Ingenieurbüro gearbeitet, habe mich dann aber dazu entschieden, eine Promotion durchzuführen. Ich forsche an einem Dehnungsmessverfahren, was auf Lichtwellenleiter beruht und die sogenannte Relaisstreuung zunutze macht. Damit wollen wir die Dehnungen an Bauwerken messen, vor allem im Betonbau. Das Messverfahren existiert schon. Ich möchte es aber gerne aufbereiten, sodass wir vielleicht im Extremfall damit solchen Katastrophen, wie sie in Italien mit der Brücke passiert sind, verhindern können. Momentan arbeite ich an der Untersuchung der Faser auf dem Beton. Ich habe da kleine Probekörper vorbereitet und schaue einfach, wie der Klebstoff die Dehnung verzerrt. Nach der Promotion würde ich gern nochmal promovieren, einfach weil das doch ein sehr schöner Tagesablauf ist. Ich kann das selber einteilen. Vielleicht strebe ich doch noch eine Habilitation an und vielleicht bleibe ich auch an der HDWK, weil das einfach eine schöne Umgebung hier ist. Im Skiorientierungslauf bin ich im Bundeskader, im sogenannten B-Kader. Das ist einfach, wenn man sehr gute Leistungen bringt, wird man dann darin berufen. Wie lässt sich das mit der Promotion verbinden? Das ist zum einen ist das natürlich sehr schwierig. Ich habe auch noch zwei Kinder. Das funktioniert nur, wenn man einen sehr straffen und gut geordneten Zeitplan hat, zum anderen mit sehr viel Disziplin und Motivation.